So, da wären wir wieder. Und nachdem wir gestern so versagt haben, beziehungsweise ich, in der Tagesaufgabe, denke ich mal, werde ich dieses Mal auch wieder richtig gut trainieren vorher. Beziehungsweise in das Spiel kommen. Todeskampf. Yeah. Nee, Todeskampf ist echt zu hektisch. Das kann ich irgendwann mal zwischendurch, also kleine Specials machen, um das auch zu lockern. Aber jetzt, nee, jetzt muss Training ran. Das heißt, wir trainieren. Trainieren heißt für mich, wir rushen so ziemlich durch die ganzen Level durch und gucken einfach nur nach neuen Sachen. Wie zum Beispiel hier. Hier hätten wir ganz gerne den... Oh, eine Linie im Wasser. Und Piranhas. Und wir können auf Piranhas nicht raufspringen. Wir können sie aber peitschen. Das hätten wir schon mal hier gelernt. Genau, aber diese blauen Fische mit dem Schnauzbart. Oh. Piranhas sind schon mal garstig. Schneller Neustart. Es kommt rein, hat einen Schopf vor der Nase. Also, was ich sagen wollte, jetzt schon zum dritten Mal oder so. Blaue Fische mit Schnauzbart. So, weg mit dir. Donk. Komm, Tiki-Falle, komm raus. Mist. Au. Klappt so nicht. Okay. So, du... Genau, und die Jungs da oben. Ich habe keine Ahnung, wozu die da sind, die Händler. Ist das einfach nur zum Plündern, wenn man ganz viele Bomben hat, oder... na gut, wir wollen... Hier hoch. Was war das? Was ist das für... Ein Feuerelementar? Liegt hier eine Fackel. Der muss hier aus dem Boden gekommen sein, irgendwie. Aus diesem Ding da vor uns, am Ende der Peitsche. Sehr kurios. Okay, du... Nee, nicht du. Du, komm mal mit. Also ich glaube, wir haben das aufgebrochen, als wir... Donk. Als wir den Seil nach oben geschmissen hatten. Peitsch. Achso, werf. Flupp. Bye, bye. Tonk, tonk. Ist da ein Schrumpfkopf? Kann man nicht irgendwie mitnehmen, oder? Oh, und ein Charakter. Flupp. Neuer Charakter freigeschaltet. Weg, weg. Kann man den Sarg noch irgendwie? Husch. Sehr stabiler Sarg. Ich habe mit dem Sarg K.O. geschlagen. So, kann ich euch da unten irgendwie... Flupp. Bye bye. Das ist schon mal eine sehr interessante Ecke hier. Schneller Neustart. Aber wir haben immer noch nicht den blauen Bartfisch gefunden. Au, 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 ey, ey, ey. Was zur Hölle? Ein dicker Mann hat mich totgeschlagen. Nee, totgeschlagen ist nicht das richtige Wort. Der hat dich durch die Gegend bumerangisiert, bis du tot warst. Also ja. Und komische neue Musik. Also bei den Tiki-Männern mit dem Bumerang muss man ganz schön aufpassen. Denn man wird dadurch permanent gestunt. Das ist immer noch sehr komisch hier mit dem Runterfallen. Was ich sagen wollte, man wird permanent gestunt. Das heißt, wenn dann irgendwelche Gegner oder Fallen in der Nähe sind, ist man eigentlich tot. Das ist doch schon... Oh, 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 oh. Ganz schön überpowered ist. Geh weg, Froschlieb. Au. Zoink. Zoink. Tiki. Tiki, tiki, tiki. Oh. Oh nein, da war eine Schnecke. Die müssen wir auch noch gucken. Aber ich glaube, die hatten einfach nur... Du hast Kali verärgert. Ich bin ganz tief runtergefallen. Ich würde gerne wissen, wie ich Kali verärgert habe. Oh, noch ein neuer Test. Kann ich vom Seil aus ein weiteres Seil nach oben schmeißen? Jo, kann ich. Bringt nur gerade nix.
Und man kann in der Luft auch Seile nach oben schmeißen. Wie man hier sehen kann. Mist. ja. Ist ja nicht so schlimm. Oh, und da ist eine... Was zur Hölle hat die Schnecke da gerade gemacht? Die wollte nicht meinen wissenschaftlichen Tests erliegen, ja? Hat sich gleich selber umgebracht mit den Terrorblasen. Schupp. So, Tiki mal mit Bumerang. Aber solange wir nicht direkt neben ihm stehen, müsste das eigentlich passen. Bye bye. Da kommst du nicht wieder raus. Ja, Bumerang, komm mal mit. Ziehen. Wenn wir dich werfen. Kommst du jetzt runter? Du schießt nur rum. Und irgendwann fällst du in die Tiki-Falle. Oder? Ne, ich glaube, das ist eine Endlosschleife. Also er läuft immer gegen, sobald er nah genug dran geht, wird die Tiki-Falle ausgelöst und er ist wieder weg. Aber, oh. Ping-Pong. Ich wollte mich eigentlich auf die Tiki-Falle raufstellen und dann eine Bombe zu ihm schmeißen. Mir fällt nur gerade auf, Wissenschaft schön und gut. Und wir lernen ja auch ein paar Sachen dazu über Spelunky. Aber ich lerne dadurch nicht unbedingt vorsichtiges Spielen, sondern eher das genaue Gegenteil. Also als Vorbereitung für die Tagesaufgabe ist das nicht wirklich gut. Langfristig ist es gut, weil ich dann halt weiß, wie die Fallen funktionieren und so, aber so als direkte Vorbereitung... Oh. Ach du gute Güte! Und ein Riesenpiranha, ja klar! Das ist, aber ja, sehr schön. Also nicht, dass wir tot sind, sondern dass es so viele Neuerungen gibt. Also dieser Riesenpiranha da ist schon mal sehr krass. Und allein schon so ein riesiges Gebiet unter Wasser. Das ist schick. Okay, aber nee. Wir wollen jetzt doch mal ganz normal in die Mine rein. Und jetzt ganz normal vorsichtig spielen, damit ich nächste Folge dann mit Daddy machen kann. So gut es halt geht. Also. Bei Knochen immer peitschen oder nah genug rangehen, um zu gucken, ob das Skelett rauskommt. Da oben müssen wir nicht lang. Haben wir unten was Schönes? Nö. Stein mitnehmen schadet auch nicht. Wenn man die Wahl hat zwischen Stein schmeißen und peitschen, dann über die Peitsche. Jedenfalls bei mir. Beim Stein verletze ich mich nur. Aber irgendwie ist hier nicht so wirklich viel los. Zing. Da sind nur Spinnen. Nö, ich will keine Spinnen. Oh, Flattermaus. Alle, hopp. Wo ist die Blondine? Keine Blondine, keine Kisten, keine... Wann kommst du mit? Da ist der Ausgang. Ja, also wir haben 9000 Gold gemacht. Aber es war ein ziemlich langweiliges Level, so gesehen. Au. Aber gut. Langweilig bei den Punkte. Zing, falsch, falsch. Aber eigentlich muss doch auf jeder Etage eine Blondine sein, oder? Sehe ich das falsch? Oder ist es nur sehr wahrscheinlich, dass es eine gibt? Wenn ja, habe ich die radikal verpasst. Na gut, dann halt nicht. Wir haben auch keinen Schaden genommen, also passt das. Dafür zwei Ratten, super. Da unten ist was. Ein Götzendingens. Dich spreng ich mal dezent weg. Es waren vielleicht ein paar zu viele Bomben. Es waren definitiv zu viele Bomben. Aber gut. Da geht's gar nicht weiter, dann gehen wir doch mal hier lang. Wir haben keine Bomben mehr zum Sprengen. Das ist jetzt nicht so gut.
das Skelett läuft einfach von mir weg. Hops. Hops. So. Wir hätten gerne einfach hier ein Seil. Ja, warten. Warten. Mist. Irgendwo da unten ist der Shopkeeper. Da. Kommt aber nicht hoch zu mir, richtig? Wir können versuchen, ihn zu erschlagen mit dem Ding hier. Mist. Okay, helfen mir irgendwelche von seinen Sachen da drüben. Und komme ich da überhaupt ran? Nein, komme ich nicht. Bin tot. Gut. Schneller Neustart. Wir waren vorsichtig. Aber gerade eben waren wir ziemlich wagemütig, würde ich sagen. Also diese komische Statue muss man ja nicht immer mitnehmen. Wir haben jetzt gerade gelernt, die riesigen Steinkugeln können doch recht viel von der Etage zerstören. Und wenn da dann ein Shopkeeper bei ist, dann ist es nicht so gut. Also ja, es kann sehr gut sein, weil man sich die ganzen Gegenstände dann spart, wo man sie nicht kaufen muss. Aber es kann auch einfach einen Instant-Tod bedeuten. Und Instant-Tod ist nicht so toll. Bist du ein Skelett? Nö. Warte mal, war da gerade eine Lune? Ja. Flupp. Husch. Und auch gleich die Falle ausgeschaltet. Sehr schön. So. Du kommst mit. Du wirst abgegeben. Jetzt brauchen wir nur noch Gold. Unmengen Gold. Ja, na gut. So. So. Über 10.000. Sehr schön. Eigentlich reicht mir meist schon 6.000 für den Kletterhandschuh. Und nur noch einmal Bomben kaufen oder so. War hier noch was? Nö. Okay. Raus hier. 11.000 Gold. Küsschen. Keine Lebenspunkte verloren. Das ist sehr solide. Ich höre Schlangen. Das ist gut. Das bedeutet viele Edelsteine und eine Spitzhacke. Ist nur die Frage, wie wir da jetzt rankommen. Hier. Jo. So. Seil nach unten schmeißen war einfach so. Genau so. Sehr gut. Alle hopp. Alle hopp. Warte mal. Oh, Kletterhandschuh. Sehr schön. So, dich benutzen wir zum Auslösen. Fallschirm. So. Oh, oh. Peitsch, peitsch. So gesehen ist das hier echt easy going. Die Schlangen. Oh, 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 oh. Beinahe selbst gesprengt. Durch, durch. Von einem Edelstein erschlagen, der Kopf groß ist. Das ist auch ein komisches Ende. So, warte mal, du bleibst hier. Du gehst kaputt. Du wirst mitgenommen. Du wirst abgegeben. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich höre gleich schon den Geist kommen. Dann hätten wir gerne eine. Was zur Hölle ist das hier? Teleporter. Kamera. Was zur Hölle macht eine Kamera? Und eine Bombenkiste hätte ich auch gerne. Meine teuerste Kamera. Die teuerste Kamera auf dem Markt. Bitte recht freundlich. Ich fotografiere mal nicht den Shopkeeper, der ist ja irgendwie stinkig. Ich fotografiere mal den Ausgang. Kann man damit zielen? Oh. Er mag wirklich keine Fotos. Aber die Kamera entwaffnet ihn. Das ist auch sehr interessant. Aber na gut. Kleiner Cut und wir sehen uns gleich wieder.